Einfach rennen. Einfach rennen, rennen, rennen. Was machen wir? Wir rennen. Warum macht ihr das? Ich hasse Schulen. Ich höre sehr merkwürdige Geräusche gerade. Hier wahrscheinlich dementsprechend auch. Hi. Was ist das? This was Jessica's. Ja, nun? Ist jetzt irgendeine andere Tür aufgegangen vielleicht? Meine Batterie ist gleich leer, das gefällt mir gerade gar nicht. Hm? Also wir sollten jetzt eigentlich bei 3 Batterien sein insgesamt. Okay. Ich erwarte eigentlich was, was ich aus einer Demo kenne. Also was, die ich nicht gespielt habe, aber die ich mir angeguckt habe. Habe ich die Uhr falsch? War gerade immer noch nicht offen, oder? Ja, ja, warte mal, ich renne dir gleich hinterher. Okay, ich renne dir jetzt sofort hinterher. Oh mein Gott! Das ist bestimmt wieder kein. Das ist wieder kein Bild da. Strange. Oh God, Jess. Fuck. No, lieber nicht. Wieso soll ich mich im Schrank verstecken? Okay, die Arme sind immer noch da. Wieso soll ich mich verdammt nochmal im Schrank verstecken? Soll ich da jetzt echt dran vorbeilaufen? Okay. Ich werde tun, was das Spiel verlangt. Auch wenn mir das absolut nicht passt.
Jetzt schon wieder gewesen. Dieser Wechsel zwischen Schule und dann bist du immer wieder im Spiel und... Also, okay, man spielt ja die ganze Zeit. Ich weiß doch gar nicht, wohin. So, so viel Zeit muss sein. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Nö. Kommst du nicht rein? Verbannt? Okay. Scheiße! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich... Fuck. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht... Ducken? Au! Lass das sein! Oh Gott! Er krabbelt mir daher, das ist voll eklig! Mach schneller! Bitte! Bitte, bitte! Oh, sag mal jetzt nicht, die kommen von zwei Seiten! Oh lala! Und dadurch, 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 dadurch! Dann gehe ich einfach erstmal hier rein. Wo kann ich mich verstecken? Shall be in the fire. Woe to the bloody city. Okay. Okay. Ah, ich bin jetzt. Das ist eklig. Das ist unglaublich unangenehm gerade. Ja, ich bin hier drin. Freut euch eures Lebens, ihr Verrückten. Ich möchte gerne hier runter bleiben, also... Bin mir so unsicher, was ich gerade tun soll. Also außer überleben natürlich. Okay, wir gehen nicht runter. Ich war kein Durchgang, oder? Verdammt.
Ich habe keine Ahnung, warum wir sind hier drin fliegen. Ich möchte eigentlich. Wieso kann ich hier nicht durchgucken? Ich sehe nix. Das war vielleicht das Dümmste, was ich bis jetzt getan habe. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Die haben null Plan. Ich muss mich wieder heilen. Shit. Schwitzen. Was ist da? Vor allem jetzt bin ich ja im Keller. Ich möchte eigentlich aus dem Gebäude raus, glaube ich. Sehe ich den denn wenigstens, wenn er vor der Tür steht? Bitte geh einfach. Bitte, bitte, bitte geh einfach. Komm schon, geh. Nein, ich bin nicht in diesem Fass. Werde ich mich eh nicht verstecken. Okay, das ist meine Chance. Okay, ich bin weg, ich bin... lauf doch bitte weiter. Ich war doch gerade in der Tür drin, plötzlich war sie abgeschlossen, das ist bestimmt nicht hier drin. Ist das nicht... ist sie das? Bitte sag mir, dass sie es nicht ist. Oh mein Gott. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have... Oh mein Gott. Okay, ich kann mich auch nicht Hey! Sie hat dafür für das eine Auge offen. Oh. Na, im Herrn Trense, Kaka und Pipi. Mm.
Ich weiß gar nicht, was soll ich auch großartig dazu sagen? Dieses barbarische, widerliche Spiel. Wo genau bin ich jetzt überhaupt? Was ist das? Hier kommen die Leute hin, die Krankenkasse nicht bezahlen konnten. Ah, shit. Aber das filmt er nicht, das ist auch nicht interessant, nö. Ich frag mich, ob die dann echt den Weg laufen, um dann da hinzukommen, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Gott weiß, was ich getan habe, und er zwingt meinen Blick darauf, wenn ich schwach bin und Angst habe. Es war nicht meine Schuld, dass Judah nicht schwimmen konnte oder dass er mich nehmen wollte. Ich hätte ihn gerettet, hätte ich die Kraft gehabt. Ich zweifle nicht an dir, Herr. Doch bitte zwinge mich nicht, Tag wie Nacht von solchen Träumen heimgesucht zu werden. Ich kann ihn nicht mehr ertrinken sehen. Nimm meinen Tod als Buße, denn ich trage Papa Knurz Kind und leide Schmerzen, wie ich sie noch nie kannte. Das Kind in mir, muss der Erzdämon sein. Bei den Albträumen in Ad und dem Leid in und um mir. Ich bin dein. Gib mir auch ein bisschen Wein. Ich guck gerade, wie viel Zeit ich jetzt schon hab. Ohne Batterie. Hallo? Hier hat jemand was bei Amazon bestellt. Interessant. Was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Woher kommt der? Ich bin da mal weg. Ich glaube, ich werde jetzt eh verbluten. Was mache ich denn jetzt? Also ich muss erstmal die Batterien nachladen. So, Kumpel, ich bin weg. Ich habe keine Verbände. Ja. Und nun? Okay, dann habe ich jetzt mal gedacht, ich habe gut gehandelt, habe ich aber nicht. Ach, was soll's. Ich wäre so oder so wahrscheinlich jetzt gestorben. Okay, ich muss die Tür schnell aufmachen und dann einfach durchlaufen. Sieht jedenfalls schon aus. Genau. Wie fies. Okay, ich muss die V. Wie fies, ich kann mich ja hier aber auch nirgendwo verstecken. Okay, man hört die auch nicht. Okay, wir machen folgendes. Tür auf. Okay. Huch, hey.
Hier. Ich bin verwirrt. Echt jetzt? Woher kommst du denn? Dieser Stress. Ja, mich auch. Boah, ich hätte ganz gerne wieder so einen ruhigen Moment, wo ich dann mal nur einen Gegner habe. Das wäre voll toll. What the fuck? Das machen die jetzt nicht ernsthaft, oder? Reagieren? Los. Gott! Ich weiß gar nicht, was abgeht, aber... Einfach rennen. Was machen wir? Wir rennen. Ich verblute. Bum, 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 bum. Kein Verband? Shit. Was mache ich denn jetzt? Komm, hier muss es irgendwo Verband geben. Oh, Gott sei Dank. Puh. Also ich werde definitiv eine Blut... Also dieser Typ wird definitiv eine Blutvergiftung haben. Wenn nicht sogar mehr als eine. Okay. Oh, perfekt. The chapel's gotta be close. Okay. Ich überlege, ob ich noch bis zur... Ich find's cool, dass er uns sagt, was wir machen müssen, wenn wir in dieses Menü gehen. Ich bin von da gekommen. Aber sehr, sehr gutes Spiel. Gefällt mir. Sehr gut. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe. Ich muss echt gestehen, heute, es war eigentlich so, ich hatte eigentlich gar nicht geplant, heute aufzunehmen, aber irgendwie war ich heute mal spontan und habe gedacht, ich nehme ein bisschen auf. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel Schwachsinn ich wieder gelabert habe in der Zeit, wo ich aufnehme. Oder ob ich überhaupt geredet habe. Ich bin